Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Red, Metal Cat und wir spielen immer noch PNO3. Das ist der 11. und somit der letzte Part und mit mir dabei der Maurice. Hallo. Hallo Andreas. Ja, ich will mal anmerken, wir hatten uns irgendwann geeinigt, obwohl wir das Zeitlimit nicht mehr haben, dass wir uns im Dreh von 15 Minuten bewegen. Ich lasse das hier mal durchgehen, weil es einen 5-Minuten-Part gab. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, das wäre klüger gewesen, das irgendwie vielleicht anders aufzuteilen, aber komm, das ziehen wir jetzt in einem Rutsch durch und dann haben wir das hinter uns. Wir müssen nicht mehr drüber nachdenken über das Ganze. Ja. Oh, die Gänge sehen ja ausnahmsweise mal ein bisschen anders aus. Ich wollte gerade sagen, hatten wir diesen weißen Gang schon mal? Ich glaube, der war neu. Und das wirklich angenehm ist, dass die Gegner nicht großartig ausweichen können. Das Problem ist, dass ich auch nicht ausweichen kann. Ja. Wie viele Räume stand da? 18? Habe ich das richtig? Ja. Ach Gott. Aber wir dürfen uns auf einiges an Bossfights gefeit machen. Ja, es ist ein Capcom-Spiel, also ich erwarte schon, dass du alle Bosse nochmal bekämpfen musst. Es sind nicht alle, aber ein bisschen Boss-Recycling ist leider dabei. Was ich finde nicht sein muss, aber naja. Es gibt leider einige Spiele, die das immer wieder gerne machen. Ja. Nochmal so ein Boss-Run am Ende. Also selbst Bayonetta hat das so... Die Art und Weise, wie das gelöst wurde, finde ich besser. Da sind die ja halt als Gegner nochmal aufgetaucht, als Geister oder wie das war. Aber die Struktur war komplett anders. Du hast also wirklich jeden Boss wirklich nur einmal bekämpft. Das stimmt. Das war ja auch bei Metal Gear Rising, da musste man ja auch die Bosse normal bekämpfen und das fand ich ein bisschen traurig gemacht. Ja, also weißt du, das Spiel ist, selbst wenn du die Bosse nochmal bekämpfst, nur 4 Stunden lang. Das macht es nicht wirklich besser. Und das ist echt schade. Also die Länge bei Metal Gear Rising bekommst du ja wirklich nur, wenn du die ganzen Codec-Gespräche führst. Ja. Die leider nicht spannend genug sind, als dass man sie wirklich führen wollen würde, aber naja. Anderes Thema. Da kommen wir noch später drauf zu sprechen. Ja. Ist schön, dass hier 10 Millionen Gegner sind, aber weil die so weit weg sind, sie nicht auf dich schießen können. Ja, das finde ich ganz angenehm. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, was das Thema Ausweichen angeht. Es dauert halt ein bisschen, bis deine Projektile am anderen Ende ankommen, aber ja gut, die Zeit hast du ja. Diese scheiß Schild wieder. Was ist das? Ah, okay. Ja, die Gegner können noch so Minen um sich herumlegen, die dann halt entsprechend explodieren, wenn man da dran kommt. Wenn man aber einen großen Bogen drum macht, ist das jetzt eigentlich kein großes Problem. Ja, ich muss sagen, schön das Spiel mal gesehen zu haben, aber jetzt weiß ich, dass ich nicht kaufen muss. Und jetzt weiß ich auch, weshalb es immer bei mir im Mediamarkt in der Ramschecke war. Ja, ich denke, die Kritiken zu dem Spiel dürften, ich denke mal, überwiegend jetzt nicht allzu positiv gewesen sein. Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt so komisch, weil Capcom auch so viel bessere Spiele für den GameCube rausgehauen hat. Ja. Das auf jeden Fall. Ich habe ja auch einiges von den Capcom-Sachen gespielt zur GameCube-Zeit und muss auch sagen, ich war eigentlich sonst immer auch sehr zufrieden damit. Was ist das? Und Resident Evil 4 und Killer 7 spiele ich heute immer noch gerne. Was genau meintest du? Diese rote Kugel. Achso, das ist nochmal ein Shop, dann könnte ich mir irgendwie Upgrades nochmal kaufen oder so, aber da habe ich eh nicht genug Geld für jetzt gerade mir jetzt noch einen Anzug oder sowas zu holen. Ja, das Ding ist schon mal vor 2 oder 3 Parts aufgetaucht, wo du das benutzt hast. Und da hab ich auch erst gedacht, ich vergesse das schon wieder. Es sieht halt so unshop-mäßig aus. Weißt du, in Devil May Cry 3 sind das diese großen goldenen Statuen, damit die hervorstechen. Und ja, diese komischen roten Kugeln stechen auch hervor, aber die implizieren nicht sofort irgendwie Shop oder sowas. Was mich gerade wieder so gedanklich zu den tollen Waffenhändlern in Resident Evil 4 bringt, den fand ich auch mal sehr geil gemacht. Ja. Ja,
Ja, und hier habe ich jetzt so ein bisschen irgendwie die Übersicht verloren, wo ich jetzt eigentlich genau... jetzt musste ich niesen, wo ich genau hin muss. Sicher, dass du jetzt nicht zurückgehst? Ja, ich laufe gerade zurück. Okay. Das Problem ist, das wird mir erstmal noch nicht klar. Ja, also das erklärt auch, weshalb der Part so lang ist. Ja, weil ich mich dumm anstelle auch noch. Und hier dachte ich mir dann so, warum ist hier eigentlich gar kein Gegner? Das hättest du daran erkennen müssen, dass halt der Raumzähler nicht weitergeht. Ja, stimmt. Das ist auch ein untrügliches Zeichen dafür, ja. Aber es ist auch so ein bisschen blöd. Du hast ja noch nicht mal irgendwie eine Karte oder irgendwas, worauf man erkennen könnte, wo man jetzt eigentlich war oder wo nicht. Gut, ich meine, das meiste ist ja wirklich schlauchartig, aber trotzdem. Hätte ich mich nicht so dumm angestellt jetzt. So, da Nein. weiß ich jetzt diesmal, dass ich da nicht durch darf. Ja, ich wollte gerade sagen. Nein, ich werde das jetzt nicht ausreizen und nochmal machen. Ha, diesmal habe ich mich drunter weggeduckt. Aber die Tür geht immer noch nicht auf, das heißt, hier ist noch irgendwas. Lass es zu Ende sein. Es ist ja immer noch was. Ach Gott, im Mittelraum, Mittelteil wahrscheinlich. Ja, jetzt darf ich wieder ganz außen rumlaufen und das Spiel hat mich echt hier in den Wahnsinn getrieben. Ich muss sagen, hätte mich das Spiel jetzt hier nicht so geärgert mit diesen Scheißräumen, dann wäre ich auch deutlich schneller durch gewesen. Gibt es ein New Game Plus Feature, wo du dann die mit den besseren Anzügen nochmal weiterspielen kannst, oder? Ja, ich meine schon, dass das geht. Doch, das müsste funktionieren. Aber das werde ich nicht machen. Es war nur eine Frage, weil ich meine, jetzt sammelst du gerade ein bisschen Cash. Ja. Dann wäre es schön. Nee, man konnte es auf jeden Fall dann nochmal starten mit den Anzügen, die man freigeschaltet hat, ja. Das auf jeden Fall. Okay. Da haben wir etwas, was sie richtig gemacht haben. Aber ich weiß nicht, wie genau das dann ablief, ob man dann auch einen anderen Schwierigkeitsgrad auswählen konnte oder ob man dann denselben dann halt normal spielen muss. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Jo, hier kann man sich eigentlich sehr gut verstecken. Dann ist das Geschütz eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Nehme ich mal so hin. Es hat einen Moment gedauert, bis ich das entsprechend die Spezialattacke zünden konnte, aber ich wollte das einfach ein bisschen beschleunigen jetzt. Ich hatte keine Lust, mich mehr mit denen jetzt wirklich länger zu beschäftigen. Glaube ich. Wann kommen denn die verdammten Bosse? Also, weißt du, du hast jetzt schon die Hälfte der Räume durch. Anstatt zu sagen, alle 3 bis 4 Räume kommt da einer, tauchen die jetzt wahrscheinlich alle am Ende auf, oder wie? Ja, so Ach. Ist es. Also, weißt du, wenn man schon scheiß Boss Rush drin hat, dann macht die noch nicht bitte am Stück, sondern splitte den ein bisschen besser auf. Ja, aber es wäre dann ja ein gutes Spiel gewesen. Ja, ein besseres auf jeden Fall. Das wollte man nicht zulassen. Ach Gott. Vor allen Dingen ständig diese Räume mit diesen beiden Geschützen links und rechts. Ne? Das ist jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, in diesem Level. Und vor allen Dingen, die sind ja wirklich überhaupt keine Herausforderung. Das ist einfach nur Zeit schinden. Mit diesen Geschützen. Ja. Immerhin war jetzt nicht so viel Gegner, die jetzt noch hier gespawnt sind. Jetzt das schöne Spielchen wieder den Laserstrahlen ausweichen. Ja, es sah dann wie gesagt nach wie vor sehr an Resident Evil 4. Diese eine Passage, die da so gar nicht ins Spiel gepasst hat. Ja, aber es gibt hier zumindest kein Quicktime-Event. Ja. Etwas, was ich an Resident Evil 4 nicht mag, sind diese plötzlichen Quicktime-Events.
die einen immer überraschen. Und ich entsprechend oft auch gestorben bin. Das ist, Ja, was gerne zu meinem Tod dann geführt hat, weil das ein Evil, wenn dann Quicktime-Events während einer Cutscene kamen. Ja. Ich weiß noch, wie es beim allerersten Mal so war, dass ich dann den Controller weglegte und dachte mir so, oh ja, Cutscene. Und dann auf einmal so, drücke schnell den Knopf. Und du denkst dir, oh nein! Und warst tot. Ja. Wenn ich sowas Rare für uns nochmal aufnehme. Das hatte ich auch schon mehrfach erzählt, aber ich habe da halt im ersten Kapitel, in der ersten Episode, den Controller weggelegt. Und dann ging es auf einmal wieder los und die Cutscene dazwischen war aber so lang, dass der Controller ausgegangen ist. Und ich den erstmal wieder einschalten musste. Ich zock Azura's Wrath mittlerweile auch nur noch, wenn das Ladekabel dran ist, damit sowas nicht nochmal passiert. Ja, das ist echt doof. Oh, habe ich darüber eigentlich schon gemeckert? Bei der PS4, der Controller, der ist sau schnell leer. Okay. Ja, also ich weiß, bei der PS3 hält er sehr lange. Also ich kann damit gute 4-5 Sessions durchspielen. Ja, ich weiß nicht, ob das an dem tollen Licht liegt, was die ganze Zeit da vorne rumblinkt und leuchtet, was ja eigentlich dann nur Sinn macht, wenn man die Kamera hat. Aber wenn man die Kamera nicht hat, dann bräuchte doch eigentlich dieses Licht da nicht leuchten. Aber ich frage mich, ob das der große Batteriefresser ist oder ob da jetzt noch andere Faktoren dazu beitragen. Aber das nervt ein bisschen, dass ich eigentlich ständig nur damit beschäftigt bin, da das Ding wieder aufzuladen. Ist das Kabel lang genug, dass du kabelgebunden spielen kannst? Weil das mache ich derzeit auch mit der PS3. Weil, Es geht so gerade. Bei der PS4 waren sie sehr sparsam, was Kabellänge angeht. Das erste Problem war, überhaupt erstmal zur Steckdose zu kommen, weil das Stromkabel saukurz ist. Da bin ich bei der Xbox 360 doch anderes gewöhnt. Okay, da hat man das Blöde mit dem externen Netzteil, aber dadurch habe ich ein verdammt langes Stromkabel. Und bei der PS4 war das mit der Kabellänge dann halt ein bisschen ungünstig. Und was jetzt auch das Nachladekabel angeht, um das per USB anzuschließen, das passt bei mir so gerade. Aber ich habe schon von vielen gehört, dass es eben bei denen nicht hinhaut. Also da waren sie sehr sparsam, was ich echt schade finde. Weil das sind so unnötige Dinge, an denen man wirklich nicht sparen sollte, finde ich. Ja, ja. So, das, wie gesagt, alles noch soweit bekannt. Diesmal auch diesen scheiß Laserstrahlen ausgewichen. Nicht wie beim ersten Mal, wo ich gegen das Vieh gekämpft habe. Ja, aber dann ist die Lichtstimmung ein bisschen anders. Aber es macht es nicht besser. Und es gibt jetzt noch eine andere Phase vom Boss. Oh. Weil, wie man gesehen hat, war ja die Lebensanzeige noch nicht ganz zu Ende. Oh, what the fuck. Das macht auf jeden Fall schon ein bisschen was mehr her. Weißt du, ich finde zwar das japanische Mech-Design ansprechender als das westliche, aber manchmal fragst du dich schon, wie zur Hölle kann das Ding so fliegen? Es sieht nicht aus, als sollte es fliegen können. Nee, das absolut nicht. Aber das darf man gerade bei japanischen Spielen oft nicht in Frage stellen. Ah. Aber das war es noch nicht. Denn es kommt noch ein neuer Bossgegner. Ist also wirklich schrecklich, dass jetzt zum Ende dieses Spiels auch nochmal diese extreme Streckung drin ist. Oh. Ja, der Raum ist auf jeden Fall neu. So, was wird der finale Boss sein? Ist das schon der letzte Boss? Ja, das ist jetzt das Finale. Okay. Dieser komische, mechanische Kopf ist tatsächlich der Endgegner, welcher mir hier jetzt die Hälfte meiner Lebensenergie weggebrezelt hat.
Die erste Phase ist aber ansonsten eigentlich ganz einfach, aber das war es natürlich noch nicht. War das jetzt schon die erste Phase, wo du ihm praktisch nichts abgezogen hast? So, und das ist jetzt eigentlich der wirkliche Endboss-Endgegner, wie auch immer. Ja, du hast es mich schon wissen lassen, du stirbst einmal. Ja. Ich weiß nur nicht genau, wodurch das passierte. Aber ich meine, ich habe mich jetzt ja schon ein paar Mal treffen lassen. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Obwohl ich hier eine Zeit lang dachte so, ach, was soll mir denn großartig passieren? Der macht ja gerade nichts mehr. Und weg bist du. Aber was? Da habe ich mich von dem... Ah, nein, 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 ich schaff das noch. Und dann hier dachte ich mir so, oh scheiße, wie soll ich denn da jetzt noch großartig wegkommen? Ja. Oh. Und da weiß ich jetzt auch endlich, wofür die Continues sind. Wo hast du noch 31? Hä, bist du vorher auch durch diesen Gang hier? Nee, du musst jetzt den nicht nochmal besiegen, oder? Das ist doch... Ach Gott, nee, oder? Nee, muss man nicht. Man muss nur durchlaufen. Zum Glück. Also das hätte mich jetzt wirklich angekotzt, wenn du das Ding auch nochmal besiegen hättest müssen. Das hätte ich dann aber auch, glaube ich, mit großer Sicherheit rausgeschnitten. Aber die Sache war, mir ging der gleiche Gedanke durch den Kopf. Ich dachte mir auch erst so... Oh nein, wo ist der Rücksetzpunkt? Oh nein, bitte nicht. Du glaubst gar nicht, wie oft ich das gesagt habe. Und wie erleichtert ich war, als ich feststellen musste, dass man den zum Glück dann nicht nochmal besiegen musste. Ja, aber da seht ihr mal, wie geschändet wir sind von Capcom. Dass wir glauben, dass sowas möglich ist. Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass jemand auf so eine tolle Idee gekommen ist. So, diesmal habe ich mich in der ersten Phase nicht treffen lassen, somit sollte diese Phase jetzt eigentlich nicht problematisch werden. Ja, du hast ihn relativ weit runtergekriegt, auf jeden Fall. Und da du jetzt die Hälfte deiner Energie mehr hast, als vorhin, bete ich dafür, dass du es jetzt zu Ende gekommen bist. Oh Gott, da fängt es schon an. Immerhin bin ich diesen großen, komischen Lichtkugeln da ausgewichen. Solange er nicht schon wieder diesen Move macht, dass der sich so rüberbeugt und diese Tausenden von Laserstrahlen erzündet, ist alles okay. Oh, und die Dinger sind lästig. Die verfolgen einen, glaube ich. Ja. Damit habe ich auch erst nicht gerechnet. Ich dachte mir, okay, gehst einen Schritt zur Seite, ist kein Problem. Und dann musste ich feststellen, dass sie so ein bisschen hinterherkommen. Ja. Baller, komm. Du schaffst es. Und... Oh. Das war so knapp. Ich hatte so Angst vor dieser Attacke, weil ich nicht wusste, ob ich es schaffe, der wirklich vernünftig auszuweichen. Ah. Endlich. Weißt du, was komisch ist? Die Bewegungen in den Cutscenes sehen ungelenkiger aus als im Gameplay. What the fuck? Das ist wahrscheinlich ein Stilmittel. Nee, keine Ahnung. Oh. So. Jetzt können wir uns auf das unglaublich spannende Ende vorbereiten. Ja. Oh. Wie das Spiel den Spannungsbogen aufrechterhält. Ja. Okay, mal gucken, was jetzt kommt. Der Weg ist lang. Sicher, dass da noch Credits drin sind? Ja, die sind nicht besonders lang. Okay. Deswegen wollte ich die Credits auch nicht in den Extra-Part packen. Weil der wäre verdammt kurz geworden.
I guess my face is popular around here. Sprachausgabe. Ich glaube, das ist das erste Mal im Spiel, kann das sein? Ja. So, everything was a one-man show. You're the original. Well, I'm not sure about that. You know, a person's memory can be so vague. These days they can plan a person's mind. You never know if your memory is for real or made up. For all I know, my memory could have been planted as well. Tell me about it. Are you still going to try to make ends meet by being a mercenary? Let me sleep on it. I'm going home. Good night. Ja. Was? Was für ein beschissenes Ende. Weißt du, da ist schon keine Story in dem Spiel drin und trotzdem haben sie es nochmal geschafft, mit einem beschissenen Ende nochmal dem Spieler eins in die Bahngrube zu verpassen. Das gibt's doch nicht. Ja, habe ich dir zu viel versprochen. Das gibt's doch nicht. Also ein nichtssagenderes Ende kann es doch nicht geben, oder? Das gibt's wirklich nicht, ja. Ach Gott. Es werden nur Dinge angedeutet, nichts aufgeklärt und am Ende heißt es dann nur so, naja, ich schlaf nochmal drüber, gute Nacht. Das Ding hatte zwei Music Composer, was zur Hölle. Ist die Musik so krass und vielseitig? Wahrscheinlich noch sogar das Bessere. Zieh dir das mal rein. 2, 4, 6 Room-Designer, ja? Ja. Also, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, die haben das falsch übersetzt. Aber wenigstens mal etwas schönere Credits, wo man auch ein bisschen was im Hintergrund sieht. Ja. Wir haben ja schon so oft gesagt, wie langgezogene Credits, die einfach nur einen schwarzen Hintergrund haben, dann doch einfach nur dröge und langweilig sind. Also hier hat man zumindest ein bisschen was zum Ansehen. Weißt du, die von GTA 5 geht 35 Minuten, aber weil du halt so viele Impressionen von der Welt bekommst, gehen die sehr schnell vorbei. Ja. Hier bekommst du das zu sehen, was das einzige Highlight an dem Spiel ist, die Protagonistin in ihren verschiedenen Outfits. Ja. Ja, jetzt wissen wir zumindest, wo dieser bescheuerte Tanz am Ende von Bayonetta herkommt. Ja. Oh, es gab einen Voice Director für die drei Sätze, die gesagt wurden, ja. Ja, das muss ja gut durchgeplant. Jennifer Hale? Die sagt mir aber auch was. Warte, das gucke ich jetzt noch schnell nach. Der Name, da klingelt irgendwas. Das hier übrigens einer der Spezialanzüge. Okay. Und dann war er schon wieder vorbei. Hauptsache Haut wird gezeigt. Ja. Was man für diesen Anzug machen muss, ist übrigens, das Spiel wirklich komplett durchzuspielen. Das heißt, auch die ganzen Nebenmissionen zu machen. Und das ist kein Spaß. Schauspielerin, okay. So, und das war das ganze Spiel. Also, bis auf den nebensächlichen Scheiß, den ich niemandem antun möchte. Sie spricht im Original Metal Gear Solid Naomi Hunter, okay. Guck mal, Gesamtzeit 2:26. Ah, schön. Ja. Versuchen Sie jetzt den Modus schwierig. Ich gucke gerade die Spiele durch, wo sie mit vertont hat. Oh, sie spricht in Metroid Prime Samus Aran, weil Samus Aran ja so viel Dialog hat in dem Spiel. Okay. Wurde sie also gerne für Rollen genommen, wo man nicht viel sagen muss? War das Gefühl, ja. Ja. In Killer 7 spielt sie Linda Vermillion. Keine Ahnung, wer das ist, aber das werden wir bald sehen. Das ist richtig. Ist jetzt aber auch keine riesige Rolle, ja. Okay. In Mass Effect spielt sie den weiblichen Commander Shepard. Okay, das ist eine große Rolle. Das ist wohl wahr. Oh, okay. Aber dann hat sie die Stimme ein bisschen anders dann da genommen. Weil das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es die gleiche ist. Ja, nee, ich habe jetzt aber auch nicht Naomi Hunter rausgehört, die halt in Metal Gear Solid drin ist. Und weil wir jetzt schon Überlänge haben, würde ich sagen, mit diesem Informationsbatzen zum Ende hin nochmal. Genau. Bis zum nächsten Mal, wo es dann mit Metal Gear Rising Revengeance weitergeht. Juhu! Okay, macht es gut. Tschüss. Jo, bis dann.